Es war ein Tag wie jeder andere. Also fast. Wie das passieren konnte, dass ich gefesselt auf einem klapprigen alten Stuhl sitze und von zwei ominösen Kerlen zusammengeschlagen werde, dafür müssen wir in die Vergangenheit schauen. Um genau zu sein, ein Tag? Was um alles in der Welt muss schiefgehen, außer Menschen mit einer Gleichgewichtsstörung, dass sowas an einem Tag passiert? Verdammte Scheiße, wer hat sich dieses behämmerte Drehbuch ausgedacht? Es war ein normaler sonniger Tag, als unser Umlautmann auf dem Weg ins Studio war. Mann, Digga, wo ist denn die Aufnahme vom sonnigen Tag? Um es komplett voll zu sabbern und seine 82-jährige Nachbarin Irene in den Wahnsinn zu treiben, indem er gottlos ins Mikro rumschreit. Doch dann geschah das. Scheiße, Mann, wo bin ich? Oh, fuck. Ich kann mich an nichts erinnern, verdammt! Perfekt, er kann sich nicht mehr an seine Vergangenheit erinnern. Ja, David, ich weiß, du kannst mich hören. Aufgrund des Unfalls mit Daddy habe ich dir eine Erinnerung genommen. Du musst herausfinden, wer du bist. Und dafür habe ich dir einen Lakaien aufgeschickt, der dir hilft, deine Erinnerung wieder zu bekommen. Welchen Lakaien meinst du? Bro, du hast mich doch in der ersten Anfangsszene des Videos verkloppt? Nein. Okay. Also sag mir, was ist meine Mission? Du musst in der ganzen Stadt nach Relikten deines Verstandes suchen, damit du herausfindest, wer du bist. Alle Zuschauer warten auf dich. Wow! Wow, wer hat denn diese 600 mit der Federmappe hierhin präpariert? Ah, oh mein Gott, ich glaube, ich erinnere mich. Die erste Phase des Kanals haben vermutlich nicht so viele mitbekommen. Ergibt ja auch irgendwo Sinn. Die erste Phase ging um den Dreh, bis ich 600 Abonnenten hatte. Ich habe meinen alten Kanal Tomageddon hinter mir gelassen und es ging direkt weiter auf dem Kanal David mit einem Comeback-Video, was glaube ich viele nicht verstanden haben. Aber hey, die Anfangszeit, die war verdammt cool. Wir hatten Projekte wie beispielsweise Pokémon X in der Randomizer und Nuzlocke Edition. Wow, Freunde, da seid ihr ja wieder. Was für eine Überraschung. Da habt ihr mich wohl auf frischer Tat bei der Arbeit ertappt. Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut oder auch anders genannt David. Und willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wo unter anderem auch früher oder später der Name Lil Adonis entstanden ist. Lil Adonis, yo, ist mein Name. Ich werde jetzt in der deutschen Rap-Szene richtig durchstarten. Super Mario Bros. U Deluxe in der No-Item-Challenge. Boah, geil, Mann. Endlich ist mein neues Paket da. Super Mario Bros. U Deluxe. Eichenhain. Da steht ja fast Eichel. Die aktivste Storytime-Zeit aller Zeiten auf dem Kanal. Hab mich schon mal auf eine Parkbank in Köln gelegt, geschaut, wie bequem das für die Nacht ist. Ich hab mich wirklich hingelegt und dachte so, Kacke, werde ich jetzt wirklich hier pennen? Dann habe ich gesagt, verdammt, habe ich mich noch ein bisschen hingesetzt auf die Parkbank. Und zwischendrin einige Special-Videos. Die wird die Glocke einfach so. Moin Freunde, mein Name ist David und willkommen in Schweden. Ich weiß nicht, ob diese Aufnahme jemals auf YouTube landen wird. Allerdings sieht das so krass aus und das möchte ich euch zeigen. Es ist ja anderes Level. Schaut euch einfach das an. Und dann kam irgendwann der Break, in dem sich in meinem Leben sehr viel geändert hat und ich dachte, dass ich nie wieder YouTube machen würde. Einfach aufgrund von privater Geschehnisse. Und zu dem Zeitpunkt hatte der Kanal ca. 600 Abonnenten und ich dachte, yo, jetzt ist es vorbei. Also bedeutet das, dass meine jetzige Situation und die Pause des Kanals wahrscheinlich alles zerstören werden? Shit!
Digga, bin ich ein menschliches Soundboard? Lingardium Meliosa! Wie hast du mich gerade genannt? Lingardium Meliosa! Wollen Sie Geld? Ich hab kein Geld! Hey, ist das dein 20er? Ja, danke! Lingardium Meliosa! Oh, mein Kopf dröhnt! Die Erinnerung kommt wieder! Die Erinnerung kommt wieder! Ey, ganz ruhig! Das sind nur meine Handylautsprecher. Oh, okay! Bam, nach einer halbjährigen Abstinenz ist David back auf YouTube mit Witchcraft and Wizardry mit den Vielklickern. Aber das Projekt muss ich ja nicht mehr großartig erläutern. Auf jeden Fall hatten wir, ja, zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr coole Zeit auf dem Kanal. Was geht? Ja. Sachen machen, die kann man nur auf dem Dachboden machen. Oh, wenn du wüsstest, was wir hier abends immer machen. Da ich zurückgeholt worden bin auf YouTube, aber nicht die gleiche Zeit hineinstecken konnte aufgrund eigener Wohnung, Ausbildung etc., wollte ich dennoch ein paar Projekte nebenbei am Laufen haben und habe dann fast zeitgleich Super Mario Galaxy in der Daredevil Challenge gestartet. Der erste Kill! Wir müssen mal überlegen, wir haben keine Mittelflagge. Das heißt, wir fangen immer wieder von vorne an. Boah, soll ich mir noch die Zähne putzen? Ich glaube nicht. Ja, also ich meine, Zahnhygiene ist ja auch sehr wichtig. Ja, das... Nach einigen Wochen kam dann die Zeit, wo ich von den versprochenen 2 Videos die Woche und 1 Stream deutlich mehr gemacht habe. Der Output ist gewachsen und gewachsen, weil ich meine alte Leidenschaft wiederentdeckt habe. Allerdings lief der Kanal irgendwie nicht. Aber es wurde in den letzten 3 Monaten immer mehr und mehr, wie man vielleicht auf dem Kanal bemerkt hat. Am Anfang meinte ich noch so, yo, 2 Videos in der Woche sind realistisch. Inzwischen ist es so passiert, dass wir teilweise letzte Woche sogar 4 Videos hatten und 2 Streams. Das Einzige, was blieb, war diese eine magische Zahl. David, das war die Zahl, die du monatelang auf deinem Kanal hattest. Wie kommst du in meine Wohnung? Der Sommer 2020 war für mich so an sich die schwierigste YouTube-Zeit. Es lief gar nichts. Wochenlang keine neuen Abonnenten. Also die Zahl 2750 blieb wirklich Wochen. Mir hat mein Content keinen Spaß gemacht und im Allgemeinen war ich komplett unzufrieden. Doch, was nun? In der Zeit habe ich mir mal ein komplettes Wochenende freigenommen, um irgendwas mit den Jungs zu machen, Streams abgesagt etc., um meinen kompletten Content zu überdenken, da ich nichts Besonderes gemacht habe in meinen Augen. Klar, im Endeffekt waren ein paar lustige Sketche dabei etc., aber es waren einfach nur geschnittene Let's Plays, ein paar Effekte reingeböllert und das war's. Nach etwas längerem Überlegen habe ich mich einfach ans Grundprinzip von YouTube gehalten, Broadcast Yourself. Das Besondere an mir und meiner Gruppierung, in der ich mich bewege, war immer unser Humor. Auf Partys oder anderen Treffen haben wir immer schnell gemerkt, okay, wir fallen auf, irgendwie. Also habe ich mich probiert, kreativ auszuleben und meinen Humor nicht mehr auf YouTube zu zügeln und bin das Risiko eingegangen, dass es auch Menschen gibt, die meinen Humor eventuell nicht so feiern. Das erste Video dieser Reihe war dieses hier, Mario Bros. Auf Wish bestellt. Ich bin noch nicht so oft mit dem Auto gefahren. Sag mal, ganz, also so in der Mitte ist die Kupplung und ganz rechts war doch... die Bremse, oder? Hallo, wir können mehrmals... Achso, wir können getroffen werden. Das Samantha, kannst du mir noch schnell einen Espresso warm machen? Moin, Freunde. Kinder sind schon was Schönes. Moment, bitte nicht falsch verstehen. In Ordnung? Ich bin Ping-Pong-Weltmeister. Ching, chang, chong. Ching, chang, chong. Ching, chang. Ching, chang. Oh, no. Digga, diese Tasse erinnert mich an irgendwas. Oh, es kickt schon wieder, es kickt. Sorry, hab schon wieder gefurzt. Aus einer Schnapsidee habe ich mir im Steam Sale Cuphead runtergeladen und ich wusste, yo, das ist ein schwieriges Game. Das Spiel hat mich bis heute verfolgt und wir probieren uns immer noch an neuen Cuphead Challenges. Oh oh. Nein! Eine Eichel hat mich gekillt! Die Eichel! Ich glaube, ich hab's jetzt gecheckt. Wir können die ganze Zeit den auch mit Bomben... Digga, es wäre so einfach gewesen, es wäre so einfach gewesen und ich sitze hier seit 50 Minuten und überlege, wie ich diesen Haarsohn eliminieren kann. Ja! Yeah.
Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast letztens, das Spiel. Das Grand Slam of Darts. Das Grand Slam of Darts. Du, Luca, hör mal. Bei dem YouTuber David, da läuft irgendwas, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Seine Abonnentenzahl, die steigt stetig, immer schneller. Wir müssen ihn auf jeden Fall observieren. Ey, Alter, sollten wir uns nicht mit anderen Fällen beschäftigen? Ich meine, hier, wir sind die Polizei. Come on, Digga. Ich meine, wir leben auf dem Dorf. Weißt du nicht, was wir letztens noch gemacht haben? Du hast recht. Lass uns loslegen. Ein paar Sekunden später. Du, Digi, du hast mir ja von diesem Twitter erzählt, da wo die Leute so übelst toxisch unterwegs sind und alles haten, was ihnen in die Quere kommt. Aber ich habe gerade was gepostet und die Leute antworten irgendwie mit Rilt und Riggler, aber was hat denn das zu bedeuten? Rilt Riggler, Ruri Closing, Rilt DX Racer, Shore, Rilt Riggler, Ron Weasley, Wiggle Wuggle, Runkel Dunkel. Maus, Rildschwein, Rildapfel. Das liegt an einem Video, das du vor 2 Jahren gedroppt hast. Was hier, jetzt kommt da oben der nächste Riggler. Riggler von oben. Riggler, das kommt der Riggler wieder. Riggler, lauf bitte dagegen. Bitte wieder der Riggler, lauf dagegen. Dass wir den, glaube ich, auf den Riggler aufpassen. Ist der Riggler denn durchgegangen? Okay, Riggler. Der Riggler. Der auf den Riggler aufpassen. Einmal der Riggler. Wer bist du jetzt? Sag mal, geht's dir noch gut? Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Und wegen diesem Video ist die ganze Rilt, Riggler und WR-Thematik entstanden? Rilt. So wie es scheint, findet unser Held David bald sein Gedächtnis wieder und so langsam aber sicher endet das Special. Aber bevor wir zum Grande Finale gehen, möchte ich an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön sagen für inzwischen über 15.000 Abonnenten. Ich glaube, die Grundmessage des Videos hat der ein oder andere erkannt. Im Endeffekt will ich euch nur sagen, macht das, worauf ihr Bock habt. Wisst ihr, irgendwann habe ich auf diesem Kanal angefangen, Videos zu produzieren, wo der ein oder andere den Humor nicht auf Anhieb verstanden hat, weil es mein Humor im Endeffekt ist. Dementsprechend bin ich umso fröhlicher, dass das Ganze irgendwie Anhang gefunden hat und dass wir inzwischen schon eine recht beachtliche Community sind, die zusammen schon einiges gerissen haben. Das Leben hat mir auf dem Weg hierhin einige Steine in den Weg gelegt, aber dennoch habe ich immer weitergemacht und einfach mein Ding durchgezogen. Und mir war es auch recht egal, wenn da irgendwelche Leute kamen, die sagen, ey yo, du bist nicht lustig oder deine Videos... kann ich nichts mit anfangen. Die größte Erkenntnis, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, ist, dass man im Leben das machen sollte, worauf man wirklich Bock hat und was einen zu 100% erfüllt. Und genau das habe ich hier auf YouTube gefunden. Aber bevor ich noch mehr rührende Worte verliere, Freunde, möchte ich zwar nicht zu sehr hypen, aber Anfang Dezember wird ein Video kommen, welches das größte YouTube-Video von mir aller Zeiten wird. Vielleicht nicht vom Aufwand her, aber vom Stellenwert. Denn... dank eurer Hilfe wird sich mein Jahr 2022 stark verändern, was den beruflichen Aspekt angeht. Was genau das bedeutet, möchte ich an dieser Stelle euch nicht verraten. Wartet auf Anfang Dezember ab, da wird dieses Video kommen. Bis dahin seid auf jeden Fall gespannt und danke für 15.000 Abonnenten. Danke, dass ich das Ganze hier betreiben darf. Ohne euch würde mein Kopf wahrscheinlich im Alltag explodieren, wenn ich diese Kreativität, diese ganzen Gedanken, die ich habe, nicht rauslassen könnte. Danke für alles. Hey, Jungs, ihr müsst jetzt den Kopf anheben, aber eine Sekunde warten bitte. Es war ein Tag wie jeder andere. Moment, cut, das haben wir doch schon gesehen, aber wie geht die freaking Geschichte jetzt weiter?
Ey, du Pisser, irgendwas mit deinen Abonnentenzahlen geht nicht mit rechten Dingen zu. Wir werden dich jetzt verhören. Wir haben deinen YouTube-Kollegen auch schon befragt. Hattet ihr nicht vorhin was anderes an? Ja, wir drehen an einem anderen Tag. Okay. Der erste Zeuge ist Germi, den haben wir verhört. Es ist so offensichtlich, seitdem David ein paar Videos von mir angesprochen hat, ging es auf meinem Kanal nur noch bergab. Und das Ding ist, David fühlt sich manchmal richtig cool, ne? Du denkst manchmal echt, du warst voll der heftige Dude, aber lass dir mal etwas von mir sagen. Die meisten Abos, und du weißt es auch selber, sind von dir gebottet. Das Gerücht mit den Abos botten, das stimmt doch gar nicht! Und was sagst du zu der Ansgar-Aussage? David war unter anderem dafür verantwortlich, dass mein Kanal wegen der Teacher-POV-Sache gelöscht wurde. Er hat mich dazu genötigt. Ich wollte Ansgar nur zu seinem Glück verhelfen! Teacher-POV ist immer gut! Ey, dummer Bocklin hat mir seine Aussage bei MySpace geschickt. Er war mir schon immer sehr sus. Als ich das Ostblef geschnitten habe, kam mir alles ziemlich spanisch vor. Wie Madrid. Vor allem, als er in der Badewanne gerammelt worden ist. Menschen haben auch Bedürfnisse! Darf ich in der Badewanne keinen Sex haben? Ach ja, und UFO, ne? Schüler-VZ. Hör dir das mal an. Ich habe einmal mit David Mario Golf, Tennis aufgenommen. Und der Junge ist so strange, er hat nicht nur die Tennisbälle geschlagen, sondern auch Billardkugeln. Ja, Golf und Tennis ist doch fast dasselbe, wo ist das Problem? Ich schwör's dir, wegen dir hat sich Mr. Feuerstachels in Mr. Eisstachels verwandelt. David hat mich immer spontan im Stream besucht, um mir Nippelbilder für meine Switch vorbeizubringen. Doch die waren so geil, dass sie mir geklaut wurden. Als ich bei der Polizei war, um Anzeige zu erstatten, habe ich das vorgelegt. Ich hoffe, ich bekomme sie bald wieder. Mr. Feuerstachels ist ein süßer Boy und der braucht die Nippelbilder von mir. Das, was Ulti mir geschickt hat, das ist verdammt ekelhaft, Mann. David war mir schon immer sehr, sehr suspekt. Ich habe gehört, dass er in seiner Freizeit an getragenen Unterhosen riechen soll. Come on, wie soll man sonst testen, ob die Sachen noch frisch sind? Und Sephiron, der labert in seinen ganzen Videos auch nicht von nichts anderes mehr. Also erstmal kann der Keck kein englisches W aussprechen. Und dann hat er mir im Vertrauen erzählt, dass alle seine YouTube-Abos gebottet sind. Der Trottel. Hat er mir auf WhatsApp geschrieben. Also, ich kann nicht für meinen Sprachfehler, was soll die Scheiße überhaupt? Und dann kam noch die Brieftaube von Hübi an. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Erst habe ich ihn auf YouTube zurückgeholt und jetzt ist er komplett abgestürzt. Wie meine Deckenlampe. Ich meine, schaut ihn euch an, er macht Streams in der Badewanne und kann Wiggler richtig aussprechen. The fuck? Ich habe geübt, inzwischen kann ich's aussprechen. Wiggler. Digga, wie viele Aussagen sind's eigentlich noch? Er hat mir mal im Geheimen erzählt, dass er gerne an Wigglern lutscht. Finde ich witzig. Come on, guys! Was hat denn das mit dem Abo-Botten zu tun? Und woher kommen jetzt deine Abonnenten? Und außerdem kann man zum Beispiel ganz andere coole Dinge machen. Man kann auf dem Schreibtisch Kinder zeugen. Das sieht dann um den Dreh so aus. Moment, das sieht dann so aus um den Dreh. So kann man den Schreibtisch verwenden. Du willst uns sagen, dass du 15.000 Zuschauer gezeugt hast?